Herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Let's Play. Wir spielen Lost Alone, allerdings live aus dem Stream. Ich habe euch das Beste und das Tollste zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Folgt mir auch gerne auf Twitch, auf Insta bin ich natürlich auch für euch da. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Gli incubi del mio passato mi tormentano. L'alcol è stato l'unico amico in questo baratro. Un amico che mi ha portato oltre il fondo, sia della bottiglia, sia della mia vita. Poi è arrivata Hannah. Allungando il suo braccio mi ha tirato fuori dalla spirale autodistruttiva. Hannah è dolce, solare, comprensiva. C'è da chiedersi come sia possibile, dopo quello che ha passato. Un incidente ha devastato la sua famiglia. Non so di preciso cosa sia successo e lei non ne vuole parlare. L'unica cosa che so è che è rimasta senza genitori, sola con i suoi due fratelli, Danny e Laura. Danny è uno scrittore di successo. La vita è stata decisamente buona con lui. La vita, che dono strano. Ognuno è libero di modellarla a suo piacimento. Ci raccontiamo questa bugia dall'alba dei tempi. E come ha modellato la sua vita, Laura? Una ragazzina di 14 anni, malata di cuore, che 2 anni prima ha perso i genitori. Che scelte ha potuto fare questa bambina? Eppure anche una persona come me ha avuto una seconda opportunità. La vita, che dono strano. Das Wochenende. George, sei pronto per questo weekend? Sì, Hannah. Quello che continua a non capire è come tuo fratello Danny si ostini a vivere in quella casa con Laura. Me lo chiedo anch'io. Entrambi non riescono a voltare pagina, evidentemente. Se io e Danny non fossimo dovuti andare via entrambi, non ti avrei mai chiesto questo favore. Grazie, George. Quel giorno pioveva. Giunsi a casa di Laura con un'unica preoccupazione. Prendermi cura di lei e passare un weekend sereno. Entrando in casa fui pervaso da una strana sensazione. Come se quella fosse l'ultima volta in cui avrei varcato quella soglia. Quello che non sapevo è che avevo dannatamente ragione. Lost Alone Ultimate! Oh, es geht schon los. Oh mein Gott, hallöchen, meine Lieben. So, okay, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Lost Ultimate. Und ja, Fiedchen, da gibt's Poops. Und zwar eine ganze Menge. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Okay, hier kann ich ranzoomen. Ausgabesprache Standard Italienisch? Yes. Yes. Ihr habt nur einen deutschen Untertitel. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber wirklich, es lohnt sich. Es ist... Okay, es ist tatsächlich doch auch gar nicht so schlimm. George mag es nicht, im Dunkeln zu sein. Wenn er sich in schattigen und schwach beleuchteten Bereichen aufhält, wächst seine Furcht. Wenn Fear, also Furcht, 100% erreicht, wird George sterben. Wenn sie sich Lichtquellen nähern, wird Georges Furcht abnehmen. Über dem Haus finden sie Kerzen und Mätzchen. What the fuck ist denn Mätzchen? Die sich auf dem Candelabra platzieren und anzünden können. Kerzenhalter? Ich kann Italienisch. Oh, mon amour. Oh. Die Dauer einer Kerze beträgt 5 Minuten. Verschwenden Sie sie nicht und überlegen Sie, wann der beste Zeitpunkt ist, sie anzuzünden. Wenn du dich in der Nähe einer brennenden Kerze aufhältst, wird die Fear, also Furcht, abnehmen. Die Taschenlampe ist keine beruhigende Lichtquelle. Ermöglicht es ihnen, im Dunkeln zu sehen, mit unendlicher Haltbarkeit. Du wirst immer noch die Kerzen brauchen, um Georges Angst zu verringern. Mach mal keine Mätzchen, Cirelus! Manche Gegenstände können George beunruhigen, wenn du dich zu lange in der Nähe von unheimlichen Dingen, beängstigenden Ereignissen und Präsenzen aufhältst, wird Georges Furcht zunehmen. Meine jetzt aber nicht gerade hier Chucky, oder?
Der Schatten. So, da kommen wir gleich dazu. Der Schatten ist ein Geist von Georges Vergangenheit. Die Angst wird exponentiell zunehmen, je näher man seiner Anwesenheit kommt und George wird sich nicht verteidigen können. Das Einzige, was man tun kann, ist weglaufen. Versuche so weit wie möglich vom Schatten entfernt zu sein. Wenn man außerhalb des Bereichs ist, wird der Schatten verschwinden. Man wird wissen, dass man sicher ist, wenn man einen durchdringenden Schrei hört. Wenn man die Schwierigkeit im Spiel zu bewegen, nicht bewältigen möchte, kann man die Präsenz des Schattens deaktivieren. Beachte jedoch, dass man sie erst im nächsten Kapitel wieder aktivieren oder deaktivieren kann. Also, zu dem Schatten ganz kurz kleine Information, Leute. Wie gesagt, ich habe das Spiel bei einem Streamer schon gesehen und glaubt mir, dieser Schatten ist wahnsinnig nervig, ist aber wirklich absolut nicht gefährlich. Ich lasse es jetzt im ersten Kapitel einfach mal an, dass ihr seht, wie dieser Schatten ist und wie er reagiert, um ihn dann später abzuschalten. Na, also das ist wirklich nichts Weltbewegendes. So. Dann legen wir mal los. Und zwar habe ich hier gerade schon was gesehen. Ich weiß nicht genau, warum wir... Habe ich echt Angst jetzt bei dem? Unten links seht ihr übrigens die Angst. Ja, also unten links seht ihr das? Bei dem Totenkopf. Eine furchtbare Puppe. Ich frage mich, was Hannah sich dabei gedacht hat, als sie Laura geschenkt hat. Die Furcht steigt, sobald ich vor dieser Puppe stehe. Ich muss wahnsinnig viel Zeug finden. Ja, wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein. Wir müssen in den Schränken und so weiter sehr, sehr viel nachsuchen. Schlüssel, Gegenstände und so weiter müssen wir suchen. Währenddessen natürlich schauen, dass wir nicht sterben, weil unsere Angst zu hoch wird oder sowas. Auf solche Kleinigkeiten müssen wir achten. So, da können wir nicht reingucken. Wir haben jetzt aber den Schlüssel von Lauras Zimmer bekommen. Da können wir mal abdüsen. Auch ziemlich geil, Leute. So als kleines Easter Egg. Mega viele originale Poster von Filmen. Ja, Friedhof der Kuscheltiere und sowas, Alien 3, ziemlich geil. Schweigende Lämmer, I don't know, wer das ist. Can I gonna get you up? Tale from Darkness, also ziemlich, ziemlich geile Sache. So, wo habe ich denn jetzt meine Taschenlampe eigentlich? Ganz kurze Frage, T? Nee? Habe ich sie überhaupt schon? Wo ist mein Menü? Nein, ich habe sie noch nicht. Habe ich noch gar keine Taschenlampe? Kann ich hier nicht irgendwo... Ja, danke. Meine Lieben, ich hoffe, ihr werdet mir auch bei der ein oder anderen Tätigkeit behilflich sein. Also, weil ich irgendwo was verkacken sollte. Vielleicht irgendwelche Zahlen mir merken muss oder sonst irgendwas. Seid hoffentlich aktiv mit dabei. Wir müssen jetzt einfach nur irgendein... Ist das ein Fussel? Fliegt da ein Fussel? Einmal mit Harry Potter-Style ab durch die Wand. Ja, oh, moin. Oh, hier ist ein großes, blutiges Fragezeichen. Warum auch immer. Vielleicht ist es eine geheime Tür oder sowas. Okay, wir gehen weiter. Also, ihr werdet gleich sehen... Oh. George. Dimmi, Laura. Potresti andare in cucina a prendermi un energy drink? Certo, Laura. Grazie mille, George. Portalo in camera mia. Io tra poco esco. Ein Orb, ja, selber einfach. Nehmen Sie den energy drink aus der Küche und fließen Sie in Lauras Zimmer. Ist das Lauras Zimmer? Ja, okay, also wir haben in Lauras Zimmer gestartet, müssen wir uns gleich mal merken. Hier haben wir noch einen Brief. Cool, untersuchen. Lesen. George, ich weiß, ich bin langweilig, aber du musst Laura unbedingt um 23 Uhr die Spritze geben. Behalten Sie die Uhr im Auge. Siehst mich meine Frau, Freundin, was auch immer? Ich habe mich entschieden, sie zu vertrauen, weil ich weiß, dass ich es kann. Deine Alkoholprobleme sind nur noch eine Erinnerung. Du musst wenigstens halb so sehr an dich glauben wie ich. Sie müssen nur noch halb so sehr an sie glauben wie ich. Während dieser Sturm unvermindert anhält, denken sie daran, die Kerzen anzuzünden. Mach sie am Abend an. Warten sie nicht, bis das Licht ausgeht, sonst können sie völlig im Dunkeln sitzen. Hören sie auf mich. Sie werden überall im Haus Streichhölzer und Kerzen finden. Du hast mein Vertrauen. Ich hab dich lieb, Hannah. Das ist ein kleines Lager. Hier können wir Zeug reinpacken, was wir aktuell nicht benötigen. Wie zum Beispiel das hier. Kerzen brauchen wir natürlich immer. Das brauchen wir, glaube ich, gerade noch nicht. Hier ist gleich noch das nächste. Und noch eine VHS-Kassette. Kerze und... Ja. Kerze, es klingt irgendwie gerade... Also wenn du diesen Reißverschluss hier aufmachst von diesem Ding, es hört sich so an, als würde ich meine Hose öffnen. Also so in etwa hört sich das an. Nur für die Leute, die es so nicht wissen. Also für die Leute, die es wissen wollten, die wissen es jetzt. Okay. Ja, und nochmal Zeug. Also ihr findet auf jeden Fall ein ganzes Zeug-Stuff. Aber ja, Leute, wie gesagt, tut mir leid. Ich muss das tun. Ich muss viel looten gerade. Geht nicht anders. Ich muss wenigstens die Taschenlampe jetzt mal finden langsam hier. Keine Ahnung, wo die Taschenlampe ist. Was ist das hier? Ein Buch. Eine Musikkassette. Hier kann ich speichern. Hier ist noch ein Brief. Hier unten drin war auch ein Brief. Mal kurz gucken. Oh. Hot Pepo. Jo, moin. Geil.
Okay, was haben wir hier? George, tu mir einen Gefallen. Wie du vielleicht schon gesehen hast, liegen im Haus die Bücher meines Bruders Dennis herum. Um gute Nacht und gute Nacht, die Geschichte des schlaflosen Jungen. Es ist alles Exemplare, die für seine Fans signiert hat und die im Haus verstreut sind. Du und Laura können sie aufsammeln und sie ins Bücherregal, das mit der Statue zurückstellen, damit ihr etwas zu tun habt. Ich weiß, es ist nervtötend, aber du gibst es als Spiel aus, Hannah. Kann ich irgendwie mich scheiden lassen oder sowas? Die geht mir jetzt schon auf den Piss, ey, die Alte. Da brützelt doch irgendwas. Ich gehe mal kurz in die Dunkelheit. Okay, mal ganz kurz hier angezwirbelt, dass ich hier nicht ganz im Dunkeln stehe. Finde etwas, um das Elternzimmer gewaltsam zu öffnen. So, was haben wir hier noch? Ja, das ist so richtig dunkel hier. Habe ich die Taschenlampe übersehen, Chat? Habt ihr die Taschenlampe gesehen? Aufgehobene Schallplatte. Alles verpasst, oder was? So, gehen wir schon mal hier mal noch rein. Was haben wir hier noch? Smoke Every Day. Meine tägliche Lektüre. So. Noch eine Musikkassette. Tür ist verschlossen. So, also ihr seht schon, die Hausbesitzer waren sehr, 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 sehr ordentlich mit dem, dass sie ja nichts offen lassen. Will ich alles nochmal alles abschließen. Kann ich mich da bücken? So. Ich sehe halt einfach gar nichts, Alter. Brutal, ich sehe einfach wirklich gar nichts. Also wenn es dunkel ist, Leute, dann ist es dunkel. Na, ich weiß nicht, wie es bei euch im Stream ausschaut, aber ich sehe einfach gar nichts. Importante! Tür ist verschlossen. Also, lesen wir. Hallo George, ich hinterlasse dir diese Notiz, weil das Gedächtnis nicht zu deinen Talenten gehört. Ich muss heute Morgen sehr früh gehen. Mein Chef sitzt mir im Nacken. Du hast so gut geschlafen, ich wünschte, ich hätte dich geweckt. Bitte kümmere dich um meine Schwester Laura, während ich weg bin. Ich bin sicher, ihr werdet viel Spaß miteinander haben. Versuche, sie bei Laune zu halten. Nach dem Unfall ist sie immer sehr traurig. Obwohl schon fast 3 Jahre vergangen sind, hat sie es immer noch nicht überwunden. Es wird ihr gut tun, mit jemandem da draußen zusammen zu sein, der nicht zu mir und Danny gehört. Wichtig, denken Sie daran, ihr jeden Abend um 23 Uhr eine Spritze zu geben. Sie hat Angst vor Nadeln und kann sie sich nicht selbst geben. Als sie das letzte Mal versuchte, wurde sie mit der Nadel im Körper ohnmächtig. Eine gruselige Szene. Sei sanft. Ich weiß, ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt. Aber wenn ihr auch etwas passiert, glaube ich nicht, dass ich es diesmal überlebe. Jetzt renn weg. Ich bin spät dran. Ich hab dich lieb, Hannah. Jetzt renn weg? Also irgendwie sind die Unterhaltungen mit ihr schon dezent cringe, oder? Und irgendwie füllt sich hier die Kerzen im Schrank automatisch auf. Das habe ich doch schon gesehen, oder? Nee. Grady's Cookies. Okay. Was ist das hier für ein Raum? Eingang. So. So, Ausgang geht schon mal nicht. Also ich kann schon mal nicht abhauen. Mal das hier auch mal kurz an. Also ihr seht schon, Kerzen und Dingens werden wahrscheinlich nicht das Problem werden. George, schon wieder ein Brief. Alter! In diesen Tagen fällt oft der Strom aus. Dieser Sturm scheint nicht aufzuhören. Für den Fall, dass das Licht ausfällt, habe ich den Schlüssel für die Zählerräume in Lauras Zimmer deponiert. Danny und ich haben beschlossen, den Raum abzuschließen, weil Laura nach dem Unfall ständig den Strom abgestellt hat. Er sagt, dass er im Dunkeln keine Schmerzen spürt. Offensichtlich habe ich den Schlüssel versteckt. PS, kauf dir ein Handy. Sei nicht so streng. Du wirst schon sehen, ich bin keine Modeerscheinung. Hannah ist keine Modeerscheinung? What the f***? Okay, Hannah scheint keine Modeerscheinung zu sein. Büste Nummer 3 habe ich gerade aufgehoben. Was hebe ich eine Büste auf? Ich kriege die Tür nicht auf. Wir werden mal hoffen, dass jetzt nichts Wichtiges drin ist. So, ich bin in der Küche. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin in der Küche. Ein Stück Pizza. Es ist noch genießbar. Dein Ernst? Nö. Naja, hier ist der Energy Drink. Schau mal. Kein Platz im Inventar. Okay, ich sprinte mal ganz kurz zurück in meinem Inventar. Taste 1. Ein kleiner Schlüssel auf dem Typenschild steht 1. Wann habe ich das gefunden? Und wie gesagt, es ist wirklich, wirklich wichtig hier zu gucken, was es hier überall gibt. Hier ist wieder ein Buch. Ihr seht schon, es lohnt sich tatsächlich hier alles durchzugucken. Oh mein Gott, ein Geist in der Flasche oder so. So, eine Schachfigur. Nehmen wir auch mit. Das muss ich noch mitnehmen. Den muss ich jetzt dann gleich zu Laura bringen. Okay, das ist... Hier schweben die Boxen. Gruselig. Okidoki. Dann gehen wir zu der... Stand er da schon die ganze Zeit? Schnell zu Laura ins Zimmer. Ziel aktualisiert.
Finde Dannys Buchteile, lege sie weg. Finde etwas, um die Tür im Esszimmer gewaltsam zu öffnen. Hier sieht es aber tatsächlich so aus, als würde da noch was fehlen. Also irgendwie ein Stück Pizza oder sowas. Wahrscheinlich muss ich das Stück Pizza noch holen. Da liegt auch nochmal wieder was. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich nehme sie einfach nochmal mit. George. Che c'è? Potresti portarmi anche una fetta di pizza? Ok. Scusami, George. Portala in camera mia. Adesso arrivo. Okay. Wie erwartet, Pizza ins Zimmer. Machen wir. Nehmen Sie das Pizzastück aus der Küche und bringen Sie Laura ins Zimmer. Wir wissen, wo es ist. Der Dude ist da immer noch. Die Bilder sind geil, oder? Gefallen mir. So, nur das Gammelpizza. Sah das vorhin schon so aus? Real Talk jetzt? Jetzt schaut er mich an, der Hund. Fuck, und die Kerze ist ausgegangen. Okay. Alles easy. I? Was ist I? Die Puppe ist I, Alter. Oh. Eccomi, George. Era ora. Pensavo ti fossi trasferita nel bagno. Ah, ah, molto simpatico. Ti ho portato la pizza e la bibita. La mangio tra poco. Prima... Prima cosa? Giochiamo a nascondino. Ma la pizza... Tanto è già fredda. Prendimi se ci riesci. I, Mund zu, wer? Ich oder wer? Der Dude meinst du? Oh mein Gott, schau, wie sie schreit. Alter, wir müssen uns ein bisschen mehr die Bilder einprägen. Die werden irgendwie immer ätzender. Oder? Die war doch auch nicht vorhin so psycho. Oder? Okay, der Dude ist immer noch da. Es pisst schon wieder aus allen Eimern. Okay. Okay, okay. Danke für den Shoutout. What the fuck? Was zum Scheiß soll ich denn jetzt machen? Ich hab keine Faschisten. Da steht ein Schatten da vorne, ja. Hier vorne steht ein Schatten. Da muss ich hin, denke ich. Oder soll ich hier rüber nochmal erstmal? Schauen, was, ob die Laura sich da irgendwo versteckt oder so? Hier ist nix. Ich weiß nicht, ob ich davor soll. Okay, komm. Ist das Mr. Puppe? Safe Chat, das ist Mr. Puppe, oder? Okay. Ich hab die Kerze. Easy. Was ist die Aufgabe eigentlich? Laura finden. Stellen Sie den Strom wieder an. Das ist die Puppe. Ich glaube echt, das ist die Puppe. Das Game sieht interessant aus, Tiger. Du glaubst gar nicht, wie interessant das ist. Wirklich, das ist so ein cooles Game. Ich wirklich, es ist richtig, richtig gut. Cool.